Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir auf diesem Kanal. Ihr fragt euch wahrscheinlich oft im Winter auch, wie fütter ich Vögel draußen? Oder was ist für Vögel, die in der Freiheit leben, richtiges Essen und was ist schädlich für die? In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr ein gesundes und gutes Essen für Vögel in der Wildnis, sage ich jetzt mal, zubereiten könnt. Was ihr alles braucht, ihr braucht einmal Walnusskerne, dann Sonnenblumenkerne, und einmal Haferflocken. Ihr nehmt euch zuerst einen Teller und dann schüttet ihr die verschiedenen Zutaten auf euren Teller drauf. Ich fange mit den Haferflocken an. Jetzt die Sonnenblumenkerne. Und jetzt kommen einmal hier die Walnüsse, also die Walnusskerne. Und bei denen müsst ihr ein wenig vorsichtig sein. Und zwar, wenn ihr die jetzt hier auf euren Teller tut, dann nehmt entweder ein Messer zur Hilfe oder macht sie nochmal ein wenig klein. Denn manche Vögel können dies nicht auseinanderbrechen. So, und jetzt habe ich zum Schluss des Videos noch einen Tipp. Und zwar knackt hier eine Nuss einmal auf. Nur aufknacken, dann aufmachen. So, jetzt habe ich die aufgeknackt und jetzt legt ihr die, ihr macht die nicht ganz auf, ihr legt die jetzt genau so hin. Und die größeren Vögel, sage ich jetzt mal, die haben da ein bisschen mehr dran zu knacken und das macht denen dann auch Spaß. Ja, das war es schon von diesem Video. Das sind wirklich die Zutaten, die Vögel wirklich lieben, die die auch gut durch den Winter bringen und damit könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Das heißt, die sind nicht schädlich für die Vögel. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ciao!